Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harveys Neue Augen. Wir sind ja hier an der Brücke und haben die zwei zwielichtigen Leute hier getroffen. Und wir haben auch Garrett gefunden, der sich da hinten im Busch versteckt. Mal gucken, um was es hier geht. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Offenbar war Ednas Sorge bei Dr. Marcel nun gar. Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam machen. Was suchen die denn da im Wasser? Mal gucken, was wir noch alles hier so anklicken können. Also wir können natürlich Garrett angucken. Wir können die Wärter angucken. Hier, Futterkrippe. Da steht irgendwas, das gucken wir uns an. An der Futterkrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. Und ich auch nicht. Was könnte denn Revierkraut sein? An der Futterkrippe hing ein Förster. Genau. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hat. Okay. Was macht Garrett da? Garrett tat, was er am besten konnte. Lauschen. Okay, lasst uns mit Garrett reden. Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Okay, die sind wahrscheinlich schon mal gejagt worden nach so einem Säbelzahnwildschwein-Dingsbums. Aber was sollen wir jetzt machen? Was kann man denn hier anklicken? Wir können das anklicken, wir können die beiden anklicken und ihn. Haben wir irgendwas dabei, was wir noch benutzen können? Weingummi vielleicht? An der Futterkrippe hing ein Schild. Ja. Grundlos würde Lilly diese Regel nicht. Moment. An der Futterkrippe hing ein Schild. Grundlos würde Lilly diese Regel nicht brechen. Also gut, mit der Futterkrippe können wir dann wahrscheinlich nichts anfangen. Vielleicht können wir. Nee, es macht auch keinen Sinn. Hier gibt es aber dieses Revierkraut. Wir müssen nur rausfinden, welches es ist. Wie können wir denn diese Wildschweine aufscheuchen? Vielleicht können wir mit der Luftpumpe Geräusche machen. Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam machen. Okay. Ja, Neontrink. Kannst du das vielleicht trinken? Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam machen. Ein Wollknäuel vielleicht. Lilly bezweifelte, dass Säbelzahnwildschweine sowas mochten. Aber sie durfte sie ja ohnehin nicht füttern. Aber es ist ja so, dass wir nicht wissen, was das Wildschwein an welche Pflanzen es geht. Vielleicht können wir es markieren mit dem Neondrink. Mal gucken, was der sagt. Neondrink, damit die Leber im Dunkeln leuchtet. Okay.
Lilly, hast du das Schild etwa nicht gelesen? Du darfst die Wildschweine nicht füttern. Das hat der Förster so angeordnet. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Aber das weißt du ja zum Glück selber. Okay, aber wir sind ein Stück weitergekommen, weil wenn Harvey kommt, dann bedeutet es ja automatisch auch, dass wir uns dagegen auflehnen können. Wenn die Säbelzahnwildschweine schon ihr Revier markieren mussten, dann auch richtig. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Okay, wir haben den Kugelfisch noch nicht. Das haben wir schon gemacht. Und wir brauchen noch Revierkraut. Kugelfisch. Wo könnte es einen Kugelfisch geben? Ja, haben wir. Also ich glaube, jetzt müssen wir hier warten, bis die Wildschweine hier was markiert haben. Deswegen gehen wir erstmal zurück. Und ich glaube, die Wildschweine waren schon da. Hervorragend. Die Säbelzahnwildschweine hatten den Neondrink getrunken und ihr Revier markiert. Das hier war demnach Revierkraut. Okay, nehmen wir mit. Okay, dann können wir jetzt eigentlich zurücklaufen. Und können den nächsten Trink machen. Wenn du etwas bestellen willst. Ein Volcano-Berserker? Kommt sofort! Aber Vorsicht, da ist ganz schön viel Wumms in dem Drink. Und das ist nicht der Name des Wurms, wenn du weißt, was ich meine. Den hat er aber ziemlich schnell gemacht, nachdem er gar nicht wusste, wie der gemacht wird, hä? Huh? Volcano-Berserker! Haut rein und schlägt durch. Aber Lilly, was willst du denn damit? Das ist doch nun wirklich nichts für brave Kinder. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Und Milch ist sowieso viel besser für die Zähne. Guck mal, meine lustigen Beißerchen. Die sind doch niedlich, oder nicht? Aha. Also gut, das bedeutet, wir müssen uns hier gegen die nächsten Verbote wehren, oder? Da war schon wieder dieser lustige Hase von vorhin. Langsam freute sich Lilly gar nicht mehr so sehr über sein Auftauchen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Das hat er eben schon mal gesagt, oder? Aber vielleicht können wir auch gegen ihn vorgehen. Nee. Aber Lilly, was willst du denn damit? Das ist doch... Du sollst keinen... Und Milch. Guck mal, meine lustigen Beißerchen. Aha. Okay, okay. Dieser Hase war gar nicht lustig. Er produzierte im Grunde nichts als heiße Luft. Wir geben ihm Valium. Dieser Hase war gar... Im Gegenteil. Er war die reinste Schlaftablette. Ach, Woogie. Woogie. Genau. Wir müssen Woogie machen. Darf ich das nochmal sehen? Aha. Woogie. 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 Na, das kenne ich doch irgendwoher.
Da ist doch genau das Richtige für eine Klosterschülerin. Eine Tasse Kaffee. Der Kaffee war schwarz. Wie dieser Abgrund, den Lilly sah, sobald sie die Augen schloss. Lilly war sich zwar nicht ganz sicher, ob man als Kind Kaffee trinken sollte, aber es gab keinen Blocker, also war das wohl okay. Oh oh. Erstaunlich! Der Kaffee war so stark, dass er Lilly aus ihrer Trance riss. Ja, aber wir waren doch... Nein, wir müssen nochmal... ja, also ich war doch noch gar nicht fertig. Das war doch Zufall, dass ich da... Aber Lilly, was wird da... Diese... Aha. Nochmal. Boogie. Der sieht lustig aus. Pokerhund. Okay, mit wem reden wir da jetzt zuerst? Wir reden zuerst mit den Zigarren. Das waren kubanische Zigarren. Diese Hunde pokerten mit Stil. Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Ist ein Hund? Pokerspielende Hunde. Nichts Weltbewegendes. Hey, guck mal. Das hässliche Mädchen will mitspielen. Dann soll sie ihren Einsatz machen. Ohne Einsatz kann sie nicht mitspielen. Miau. Mayonnaise, Klaas. Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Hier hatte jemand vergessen, seine Eiswürfel aufzulutschen. So eine Verschwendung. Ja, das ist doch echt. Also, wirklich. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnert... Hab ich jetzt welche? Nee. Mayonnaise? Da würde sie sich länger halten als in der Sonne. Aber Lilly wusste auch, dass nichts ewig hielt. Wozu also die Mühe? Okay, dann vielleicht die Mayonnaise als Einsatz? Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtige Geldbeträge. Also leg etwas Geld auf den Tisch oder zieh Leine. Ich ziehe gerne an der Leine. Es geht noch zum Westerndorf. Okay. Ein Goldgräber und eine Cash Cow. Hinterhof, Sheriff, Saloon, Prairie. Hier gibt's eine ganze eigene Welt. Wenn Lilly groß war, würde sie auch Goldgräber werden. Dann hätte sie endlich ihre eigene Spitzhacke. Geht's ja auch zum Friedhof, Indianerfriedhof. Howdy, Fremde. Was treibt ein braves Mädchen in so einer rauen Umgebung? Warte mal. Doch nicht etwa auch der Goldrausch, oder? Da kannst du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Aber das kannst du getrost vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Der Eingang wird von einem Wendigo bewacht.
Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnte es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Wie war nochmal der Weg zur Karte? Vergiss es. Der Weg zu meiner Mine ist streng geheim. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Genau. Und was war denn Wendigo? Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Tja, viel weiß ich auch nicht. Es ist irgend so ein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Er treibt sich hier irgendwo rum. Okay. Der Schamane. Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. Und ich würde sagen, der Schamane befindet sich wahrscheinlich auf dem Indianerfriedhof. Deswegen gehen wir jetzt mal auf den Indianerfriedhof. Indianerfriedhof? Achso. Westerndorf. Feuer. Huch! Bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Du sollst nicht lügen. Huch! Bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Nein, wir sind nicht gestorben. In dem Fall muss ich dich leider bitten, aus der Leitung zu gehen. Ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Wir kommen nicht in das zweite Menü. Gut, was gibt's denn hier noch so zu entdecken? Also jetzt hier gibt's eigentlich nichts. Da müssen wir nochmal zurückgehen. Vielleicht können wir mit der Cashcow reden. In den Satteltaschen gab es viel Platz für Proviant. So war die Cashcow nicht gezwungen, an jedem kleinen Milestone Halt zu machen. Okay. Oh, wir können reingucken, oder was? In den Satteltaschen gab es viel... So war die... Die Cashcow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Aha, hier geht's zur Prärie, hier geht's zum Hinterhof, wir gehen aber mal zum Sheriff. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Wir gehen in den Hinterhof. Hier geht's zum Westerndorf, hier geht's zum Quacksalber. Dann reden wir doch mal mit dem Quacksalber, oder? Der Gnom machte einen vertrauenserweckenden Eindruck. Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch.
Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, staunen Sie und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix, dem exklusiven Wunder-Allheilmittel auf Alkoholbasis. Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Na, kleine Lady, hast du Interesse an einer Probeflasche Alkofix, dem Wunderschnaps? Aha. Du siehst mir aber eigentlich noch ganz gesund aus. Und ich fürchte, gegen diese Sache mit den Ohren wird dir auch Alkofix nicht helfen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Tja, das tut mir ja aufrichtig leid für dich. Aber so kann ich dir leider auch keine Alkofix-Probe aushändigen. Komm wieder, wenn du krank bist. Okay, dann müssen wir versuchen, krank zu werden. Aber wie wir das machen, würde ich sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und ich sage bis dahin erstmal tschüss, macht's gut und bitte schreibt mir was in die Kommentare.